Hallo Leute, es geht weiter mit der Fluch des Froschkönigs. Und wir sind jetzt hier an so einem geheimnisvollen Ort angekommen. Und ich schätze mal, ich soll hier wieder wimmeln. Das mache ich natürlich liebend gerne für euch. Ich leg los. Ich sammle Schnipsel ein. Macht Spaß. Will mich auch gar nicht beklagen. Solange es immer einfach ist, ist es ja noch angenehm. Wenn es so was ist, was ich wieder nicht kann, dann ist es doof. Dann ärgere ich mich. Die Musik ist so schön. Echt toll. Ich suche aber immer noch so ein... Das hier, genau. Und dann so ein Wappenteil irgendwie. Einmal da. Und einen Kopf suche ich auch. Wo ist denn der Kopf? Da ist der Kopf. Und da ist das andere Stück. Also gut getan sind die Sachen ja. Ich weiß ja nicht, wer sich die Arbeit machen muss, den ganzen Kram immer zu entwickeln. Aber derjenige muss sich ja auch immer überlegen, wie verstecke ich die Sachen jetzt am besten. Es scheint, als gehörten hier zwei Kelche hin. Eine goldene Apparatur mit seltsamen Insignien. Darunter scheint etwas verborgen zu sein. Okay. Dies muss Prinzessin Efeus Statue sein, die da über ihr ein Blatt eingraviert wurde. Das ist eine Statue von Schneewittchen mit dem Apfel. Den haben wir aber nicht mehr. Aschenputtel mit einem Schuh. Hatten wir da nicht dieses Erbstück mit Blatt? Kommt das da vielleicht? Nee. Dann haben wir hier noch die Schwanenprinzessin und die kleine Meerjungfrau. Ein wunderschönes, aber auch trauriges Märchen. Ich hoffe ja wirklich, dass Dark Parables irgendwann nochmal die Meerjungfrau rausbringt. Echt. Werde ich mir sofort holen. Ich mag das Märchen, die Geschichte gerne. Deswegen mag ich auch Ariel gerne. Ja. Ich bin kitschig. Ich benötige alle 5 Tiaras, bevor ich dieses Rätsel lösen kann. Anscheinend habe ich aber noch gar keins. Die Karte sagt mir was. Der Inspektor hat aufgeschrieben, meine Anwesenheit hier hat den Geist der Prinzessin Efeu herbeigerufen. Sie flehte mich an, den Fluch des Froschkönigs zu brechen. Nur so könne ich die Tochter des Kanzlers retten. Doch wenn der König tatsächlich unsterblich ist, wie kann ich ihn aufhalten? Tja, mit einem Kuss vielleicht, Inspektor, mit einem Kuss der ewigen Liebe. Ah, hier darf ich auch wieder wimmeln. Gut, dass ich hierher gelaufen bin. Ich glaube, ich suche immer noch genau diese Perlen. Die Perlen, sind sie hier dran bei ihr? Nein. Würden ja gut versteckt sein hier zwischen den Blumen, aber da sind sie nicht da vielleicht? Nee. Man soll es doch noch erkennen können, oder wie? Tja, Leute, ihr müsst auch mal mitsuchen, ne? Nicht nur sich zurücklehnen und die Alexis das machen lassen. Nee, ich brauche hier schon eure Hilfe. Ich spüre dann eure Intuition, eure Bemühungen und dann finde ich die Dinger auch schneller. Ja? Also, wo sind die verdammten Perlen? Ach ja. Da. Dankeschön, lieber Zuschauer, Zuschauerin. Ich wusste doch, dass du sie gefunden hast. Dadurch habe ich sie sicherlich auch gefunden. So. Ja. Hier ist dann wohl auch nichts mehr.
So, Entschuldigung für die kleine Pause. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Cut gemacht habe oder nicht, während ich gerade aufnehme. Ich kann nur sagen, meine Katze wollte gerade raus. Und hier ist so ein Chamäleon-Objekt. Ich habe es gesehen, wie es sich verändert hat. Die wollte gerade auf den Balkon und dann musste ich sie rauslassen. Die läuft den ganzen Tag schon hin und her, Entschuldigung. So, ach, wieder was hier zu tun. Klar, aber ich soll ja hier auch das Wappen reintun. Es wäre zu schön, das einfach machen zu dürfen. So, was wollt ihr denn jetzt alles noch von mir? Ach ja. Dann wollen die noch eine Kette, dass ich die finde. Und so ein Ornamentenstück. Soll ich das denn jetzt noch finden? Man hier die ganze Zeit drauf und es geht gar nicht. Dann denkt man auch oft immer, man hat noch gar nicht das Richtige gefunden. Stimmt aber gar nicht. Ich habe alles gefunden. Ohne Tipp. Und da kann ich jetzt das Wappen einsetzen. Fehlen aber noch die Vertiefung für eine Silbermünze. Ach, dann geht die Tür ja doch nicht auf. Silbermünze und Goldmünze sollen dahin. Hier kann schon mal ein Schiffchen hin. Ach so, das kann ich nicht einsetzen. Ich muss die Kette zerschneiden, kann ich aber, glaube ich, auch nicht. Dann gehe ich jetzt hier mal weg. Obwohl, hier für den... Nö. Noch einen Apfel habe ich nicht. Das geht nicht. Ja, was wollt ihr jetzt? Soll ich hier irgendwas machen können? Oder wäre was? Da kann ich nichts machen. Da konnte ich auch nichts machen. Ich kann ja aber nochmal wieder zurückgehen. Hier gibt es ein Tor. Das kann ich doch aber auch nicht aufmachen, oder? Nein. Glaube ich auch nicht. Ja. Ach, ich kann ja noch weiter zurück. Stimmt. An der Tür befindet sich ein Abbild. Eines kleinen Mann auf seinem Kopf fehlt jedoch die Krone. Ich habe doch eine Krone, oder? Aber die geht nicht. Das ist ein Ding zur Tiara-Sammlung. Den Dingsen ranken und so. Ich muss das doch irgendwo alles mal... Muss doch irgendwo mal was benutzen können. Das kann doch gar nicht sein. Wo soll ich hin? Kann ich einen Tipp nehmen? Muss man da... Du befindest dich hier, also da, wo gelb ist. Und ich soll wohin? Steht hier gar nicht, ne? Wo man irgendwie lang gehen könnte. Wo es weitergeht. Hier, der Halbmond. Ich hab ihn doch. Geht doch. Und? In der Form eines Blitzes, genau. Aber den habe ich noch nicht, ne? Naja, wenigstens schon mal einen weg. Ein Skelettschlüssel. Gewächshausschlüssel. Ein Ruder. Keine Ahnung, wo ich hier was verwenden könnte noch. Komme ich hier irgendwie rein? Nö. Mit dem Ruder? Nee. Komisch. Ach so, das war der Schlüssel für den Käfig hier.
Skelettschlüssel, ja, logisch. Wegen dem Schädel. So, und jetzt habe ich hier diesen Bolzenschneider, oder was ist das hier? Jan Bolzenschneider, und dann kann ich die Tür hier aufschneiden. Das Gewächshaus ist verschlossen. Ja, dann werden wir auch unseren Kram hier endlich mal los. Das finde ich gut. Und dann wimmel ich hier mal wieder im wunderschönen Gewächshaus. Super, ich darf Blätter finden in einem Gewächshaus. Nett. Die zwei Blätter. Ja, Blätter finden im Geblätter. Was ist das hier? Das hier vielleicht? Nee. Ich habe hier überall schon so viel hingeklickt. Das da? Das da. Okay. Och, jetzt nur noch die zwei Blätter. Darf ich jetzt einen Tipp nehmen oder finde ich die? Suche ich mich ja dumm und dusselig. Nehme ich einen Tipp. Da sind die Blätter. Ja, danke. Hätte ich lange suchen können. So. Pflanzen... Was? Pflanzentranksammlung? Mhm. Ich kann den Schrank nicht öffnen. Am oberen Teil befindet sich jedoch eine blattförmige Vertiefung. Hier. Bekommst du. Und was bekomme ich dafür? Ach, noch eine Flasche. Ach so. Und ein Blitzjuwel. Das ist gut. Da sollte wieder was Rundes rein. Haben wir denn sowas noch? Ich habe die jetzt schon alle so verbraucht. Die runden Embleme. Auf diesem Regal stehen zwei Vasen noch. Es gibt Platz für eine weitere Vase. Hab ich nicht. Ich schlepp doch nicht alles mit mir um. Da, das, da, ja. Das ist toll. Nee, Quatsch, jetzt habe ich mich verlaufen. Nee, hier wollte ich auch nicht hin. Wo wollte ich denn dann hin? Hier war das auch nicht. Das ist zu weit. Hä? Wo ist denn das mit dem Blitz? Bin ich doof? Ach ja, hier, genau. Bin ich jetzt immer dran vorbeigelaufen. Du gehst da jetzt rein in die Tür. So. Geht doch. Ein kunstvoll verziertes Marionettentheater steht mitten im Zimmer. Hier gehört vermutlich der Griff für eine Kurbel hinein. Mhm. Das war wieder ein Chamäleon-Objekt. Ein gesteppter Stuhl steht neben dem Theater. Ein gesteppter Stuhl, nicht irgendein Stuhl. Das Gemälde der zwei Schwäne weist auf die zwei auf ewigen Feinden Liebenden hin. Ach ja. Schön. Doch nicht schön. Was soll ich denn überhaupt finden? Ich klicke hier schon wieder einfach. Die Blume. Das Glasdingens. Das da und die nicht. Okay, dann sind die eben woanders. Die Ornamentstücke hier zum Beispiel. Wo ist denn diese Schale? Kann ich hier eine Schublade aufmachen? Nee, ne? Wo ist es denn? Ich sehe diese ganzen... Ich sehe diese Glaskuppel nicht. Wo ist denn diese Glaskuppel?
Da oben drauf, okay. Und wo ist das Perlending? Das kann doch auch nicht so schwer zu übersehen sein, oder doch? Und dann nur noch dieser kleine Diamant. Über der Katze. Yippie! Eine Blumenvase und die können wir da oben drauf stellen, wo ich gerade war. Ist hier jetzt noch irgendwas oder nicht so? Mir fehlt ja eine Kurbel, das geht ja nicht. Komme ich ja hier nicht weiter. Da brauche ich auch nicht lang gehen. Da auch nicht. Gehe ich hier nochmal rein und stell da die Vase hin. Im geheimen Gewächshausraum. Was ist das für ein Buch? Ach, da ist die Silbermünze. Das ist gut. Finde ich auch noch die goldene, dann kriege ich da hinten bald die Tür auf. Was steht da? Auf der Notiz steht, ich habe den uralten Stab in der Waffenkammer versteckt. Durch ihn fließen mächtige magische Kräfte. Die Worte auf dieser Seite sind kaum noch auszumachen. Ist hier kein Chamäleon-Objekt? Das würde mich ja fast wundern. Na gut, wimmeln wir nochmal. Nee, Quatsch, das ist ein Rätsel. Drehe die Zahnräder so, dass die Bilder oben in einer zeitlichen Reihenfolge sind. Wie muss ich das denn jetzt überhaupt machen? Kann ich hier irgendwie... Ach so. Hä? Na, das geht ja schon mal nicht. Kann ich die jetzt einfach so lange drehen, bis es geht? So richtig den Dreh raus habe ich aber noch nicht. Das ist auch nicht richtig. Also es soll Frühling, Sommer, Herbst und Winter und so. Aber wie kriege ich denn die Bilder da unterschiedlich rein? Ich den jetzt drücke. Ach so, dann bleiben die anderen so stehen. Dann mache ich jetzt hier mal Winter. Wo ist denn Winter? Das ja wohl nicht. Das auch nicht. Ist Herbst. Das ist bestimmt Winter. Dann kann der ja so bleiben. Nee. Jetzt habe ich den wieder verkehrt gemacht. Das ist ja doof. Bleib mal so. Ich glaube, ich muss da irgendwie draufdrücken, damit der stehen bleibt. So. Der dreht sich nämlich jetzt nicht mehr. Dann geht das ja. Das ist schon wieder falsch, oder? Der war ja gar nicht richtig so. So ist der richtig. Draufdrücken. Und jetzt kann ich den nämlich drehen, ohne dass bei dem anderen was passiert. Ja, ich hab den Dreh raus. Yeah! So, Sommer. Der buschige Baum. Und jetzt der. Ach nee, jetzt drehen sich die anderen. Verdammt. So, jetzt ist der aber richtig. Dabei war es schon so gut richtig. Jetzt drehen sich bestimmt alle. Und der bestimmt jetzt auch. Das ist ja doof. Es ist eigentlich nur noch der hier, der falsch ist. So. Machen wir den mal zu Herbst. So. Moment, wenn ich den jetzt festhalte und der ist ja richtig Frühling, Sommer, Herbst. Ach, jetzt ist ja nur noch der. Nur noch der. Ja! Yippie! Geschafft. So, es ging jetzt schneller. Diese Zeichnung voller Gras und Schmutzflecken sieht wie die Blaupause eines Marionetten. Was? Was? Mit dem Schlüssel der Prinzessin Efeu gelangte ich in ein Gewächshaus voller exotischer Pflanzen. Ich sollte mich hier nach Geheimgängen umsehen, um meine Ermittlungen fortsetzen zu können.
Ja, Inspektor, das werden wir tun. Das werden wir tun im nächsten Part von Der Fluch des Froschkönigs. Erstmal überlegen, was spiele ich überhaupt. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis denne.